Donnerstag ist PK-Tag bei Werder Bremen, besonders wenn am Sonnabend ein Bundesligaspiel ansteht. Es geht diesmal in den Breisgau zum SC Freiburg und natürlich wünschen sich die Bremer die nächsten 3 Punkte. Zuletzt hat es in der Bundesliga sehr gut geklappt mit 2 Siegen in Folge. Aber jeder ist sich natürlich bewusst, dass es ein ganz, ganz schweres Spiel wird. Auch Florian Kohfeldt hat den Gegner in höchsten Tönen gelobt. Sie stellen eine wirkliche Mannschaft auf den Platz, wo jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, was zu tun ist und die auch als Mannschaft agieren. Und ich habe da natürlich sehr hohen Respekt vor dem Kollegen, wie er das über Jahre hinbekommen hat und sich da auch nicht von den Wellentälern der Öffentlichkeit, aber auch der allgemeinen Ergebnisse, die es im Sport halt immer mal wieder gibt, weil es ist von Woche zu Woche, hat beeinflussen lassen, sondern seinen Weg gegangen. Es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Persönlichkeit und ein beeindruckender Trainer, auf den wir da am Wochenende treffen. Also es ist schon eine hohe Bandbreite, die sie da als Mannschaft abrufen. Deshalb stelle ich mich da wirklich in diesem Falle auf einen sehr harten Kampf ein, der uns erwartet. Erschwerend kommt für die Bremer hinzu, dass es ja eine wichtige Personalie gibt, die nicht dabei ist. Und zwar fehlt der Kapitän Zlatko Junuzovic, das hat Florian Kohfeldt erzählt. Muskuläre Probleme sorgen für eine weitere Pause an diesem Wochenende. Allerdings, das hat Florian Kohfeldt auch erzählt, in der kommenden Woche soll Zlatko Junuzovic wieder ins Training einsteigen. Entwarnung gab es dagegen bei Torhüter Gigi Pavlenka, der auf jeden Fall dabei ist. Und Gleiches gilt auch für Philipp Bargfrede, der zuletzt mit dem Training ausgesetzt hatte, ebenso wie Aaron Johansson. Stichwort Aaron Johansson, der saß mit auf dem Pult und auch für ihn hatte Florian Kohfeldt viel lobende Worte übrig. Erstmal muss ich ihn kritisch hinterfragen, er ist der erste Spieler, der hier sitzt, der seinen Stuhl nicht runterlässt. Ne? Ist also, guck mal, mach mal runter den Stuhl. Warum? Ja. Ja, aber genau das ist so ein Punkt, den ich einfach an ihm mag und der glaube ich auch dazu geführt hat, dass er dieses lange Tal, was er ja nun wirklich hatte, auch verletzungsbedingt so gut jetzt überstanden hat momentan, weil er eine gewisse Unbedarftheit hat im positiven Sinne, immer positiv an die Dinge rangeht, nie, komme ich zurück auf das von eben, nie in irgendeiner Form verkrampft ist, sondern sein Spiel spielt. Und ich finde, dass er die letzten Wochen dann auch, und das vielleicht auch ein Produkt dieser Phase, durch die er gehen musste, trotzdem zu einer Ernsthaftigkeit gefunden hat. Auch weiß, dass das Verteidigen zu einem Spiel dazugehört, ein diszipliniertes Verteidigen, das auch mal gegen Widerstände angehen dazugehört. Das musste er zwangsläufig in den letzten 2 Jahren sehr, sehr, sehr viel tun. Und das dann gemixt mit seiner lockeren Art, die sowohl als Einwechselspieler dann auch dazu führt, dass er sofort funktioniert, aber jetzt auch in der Startelf sehr gut funktioniert hat, bringt ihn einfach in der Position, dass er momentan jemand ist, der in meinen Gedanken natürlich eine große Rolle spielt, wenn es um Startelf oder Einwechslung geht. Der US-Stürmer selbst kam natürlich auch zu Wort. Er hat nochmal ausführlich darüber berichtet, ja, wie für ihn denn quasi die letzte Zeit gelaufen ist. Vom aussortierten Spieler zurück zum Team, jetzt zum Torschützen und Vorbereiter zuletzt. Er ist wieder richtig nah dran an der Mannschaft. Und wie er das findet, das hat er auch erzählt. Ja, das war nicht einfach, aber ja, ich bin positiv und ich habe immer auf mich geglaubt und ja, für mich war das wichtig in dieser Zeit. Und ich wüsste, wenn ich so trainiere, dann werde ich belohnt. Und ich habe immer weitergearbeitet und ja, für mich ist schon egal, wo auf dem Platz ich spiele. Ich will nur spielen. Also wenn er sagt, gehe im Tor, dann gehe ich im Tor. Aber ich glaube, Pavlas ist momentan ein bisschen besser als ich da. Ja, für mich, ich will nur spielen. Und in den letzten paar Spielen hat das gut geklappt. Natürlich wichtig für einen Profi dass der Trainer an dich glaubt. Und ich kann das nicht besser erklären. Es ist natürlich schön. Darüber hinaus ging es in der Pressekonferenz ja um die Person Florian Kohfeldt selbst beziehungsweise um die Mannschaft. Es gab zuletzt sehr, sehr viel Lob für die Arbeit des Trainers, aber eben auch für die Spielweise der Mannschaft. Dietmar Hamann, Experte bei Sky, hatte sogar gesagt, dass Werder ja neben Bayern den schönsten Fußball mit in der Liga spielt. Ein kleiner Hype, so weit wollte man dann doch nicht gehen, aber definitiv sehr, sehr viel Lob, was ziemlich ungewöhnlich ist für eine Mannschaft, die im Tabellenkeller steht. Wie Florian Kohfeldt mit diesen ja, vielen lobenden Worten umgeht, das hat er uns auch beraten. Freuen wir uns natürlich auch ein Stück weit darüber, dass das anerkannt wird. Das ist, glaube ich, komplett menschlich. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr für die Jungs, dass es anerkannt wird. Aber nichtsdestotrotz muss uns vollkommen klar sein, wir sind mittendrin
mittendrin. Also und wir müssen jedes Spiel mit maximaler Intensität angehen. Wir dürfen uns keine Sekunde Luft holen erlauben. Wir müssen weiterarbeiten. Das haben wir diese Woche auch getan. Und das Spiel ist ja klar. Wenn wir am Wochenende nicht 3 Punkte holen in Freiburg, dann haben wir gegen HSV schon wieder ein mega Druckspiel. Und von daher tun wir alle sehr gut dran, da keinerlei Zufriedenheit aufkommen zu lassen, sondern genau so weiterzuarbeiten. Also das meine ich mit so ein bisschen gemischt, ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Jungs das sehr gut einordnen können und wissen, daraus eher Vertrauen zu ziehen in den Weg, als es auch nur ansatzweise in Zufriedenheit ummünzen zu lassen. Florian Kohfeldt hat auch dieses Mal wieder betont, dass für Zufriedenheit kein Platz ist. Man ist eben erst Tabellen-15. Man hat jetzt zwar zweimal gewonnen, aber gerettet ist man dadurch noch lange nicht. Und das wiederum bedeutet, die Mannschaft soll kämpfen, soll kratzen, soll beißen und zwar am kommenden Sonnabend gegen Freiburg. Wir sind natürlich für euch vor Ort und beobachten, wie es Werder unten im Süden Deutschlands ergeht.